Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, Freunde, ich habe uns noch was zu essen besorgt, hab's auf den Grill gehauen. Wir versuchen es heute nochmal. Pass auf. Und zwar folgendes. Erste Mal analysieren wir natürlich die Sachen, die wir vom Glühwürmchen gekriegt haben. Sehr schön. Glühwürmchen, Kronleuchter. Nice. Genial. So. Haben wir das erste. Dann machen wir das hier noch. Ach, schön. Gucke mal. Ausgestopftes Glühwürmchen. Glühwürmchen-Wanddeko. Okay. So. Dann gehen wir natürlich schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. So. Jawohl. Das ist mal pennen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Inventar voll. Dann darfst du das dir mal gönnen. So, und dann würde ich sagen, rätseln wir nicht lange rum, sondern auf geht's. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Pass auf, wir müssen die erste Seilrutsche. Nach der ersten Seilrutsche, wie vermutet, müssen wir nämlich doch über die Blätter. Nein, 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 nein. Ja, mach langsam. Grüße. Grüße. Ah, der Safttropfen ist nicht da. Schade. Egal. Komm. This is So. awesome! Genau. Pass auf jetzt. Es ist echt verrückt. So, und hier müssen wir rüber. Hier müssen wir rüber. So, ich würde jetzt sagen, hier speichern wir mal ab. Sehr schön, da haben wir das nämlich. So, jetzt pass auf. So. Und dann müssen wir nämlich hier runter. Oh. Nein, nein, nein. Okay, können wir das jetzt schnell laden? Warte mal, jetzt will ich mal gucken. Macht er das jetzt? Lädt er jetzt das Falsche? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der lädt das Letzte, ne? Sorry. Ah, da müssen wir, das haben sie echt ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Also, man könnte das jetzt auch einfacher gestalten, weißt du? Ah. Weil, wenn heute alles gut läuft, machen wir die zwei Wegmarkierungen. Den abgebrochenen Ast, ey, ich habe auf der Map geguckt und dachte mir, jo, das kann doch nur sein, weißt du wie? So, sehr schön, gucke mal. So, hier müssen wir rüber. Junge, du darfst jetzt hier bloß nicht. Du musst jetzt, wir müssen da irgendwie. Ja. Alles gut, alles gut. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, ne? Können wir gleich nochmal laden. Oder? Können wir da jetzt nochmal hoch? Nee. Nee, okay, nochmal laden. Scheiße, was tut man? Das ist absolut nicht für mich, ne? Deswegen spiele ich auch nicht gerne Jump-and-Run Games. Also, weil sowas für mich absolut ja, No-Go ist. Ja, was soll ich sagen? Ja, mal gucken, ob ich vielleicht die Ladezeit noch. Das geht ja eigentlich. Was zur Hölle? Da hat der automatisch gespeichert. Das kann ja wohl nicht wahr sein, du Sack. Mach das doch nicht. Ey, was? Oh, es tut mir so leid, Leute, ehrlich. Ich dachte, wir gehen jetzt da schnell rüber, machen diese Wegmarkierung und gehen anschließend zum abgebrochenen Ast. Es ist einfach nicht normal. So, jetzt nochmal auf ein neues. Wir müssen hier runter. So, und schon fällt ja wieder. Das ist so dumm, ey, ehrlich. Das ist. Ernsthaft, das ist nichts. Also, das ist. Ich weiß es nicht, warum man sowas macht. Anstatt da auch einen normalen Weg da mit einem kleinen Labyrinth vielleicht zu bauen, aber über diese Piep Blätter zu gehen. Das ist doch einfach so dumm, ey, ehrlich. Mann, du musst hier rüber. Hier rüber musst du. Du kommst nicht anders, ne? Vor allen Dingen, er stürzt aber auch gleich weiter, weißt du? Okay. Ja, lass los. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ne, haben wir noch nicht. Wie müssen wir jetzt hier lang? Jetzt müssen wir hier, warte, jetzt müssen wir, warte, speichern. Pass auf, jetzt speichern wir. Wir haben da, ey, Leute, ehrlich, ich bin einfach so froh, wenn wir hier durch sind.
Ernsthaft? Ja, Spinne, du interessierst mich jetzt gerade überhaupt nicht. So, hier ist nämlich die Seilrutsche. Na, aber wir haben es geschafft, wir sind drüben. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass uns jetzt hier nicht noch irgendwas passiert. Ich meine, wir haben gespeichert, ist alles gut. Oh Gott, da ist einer. Ja, komm. Ja, jetzt haben wir hier das Problem, nämlich mit den Mücken. Mein Gott. Aber egal. Mücken ist jetzt erst einmal, ne? So, bitte einmal die 6. Den All right, Mega-Milchmolar nehmen wir Shadows. natürlich mit. What you got now? Sehr schön. So, jetzt kannst du mal die 4 nehmen. Weil wir sind jetzt echt schon. Da ist die Wegmarkierung. Na, fall doch nicht runter. Okay, sie fällt runter. Okay, pass auf. So, bap, haben wir es geschafft. So, und dann machen wir hier. Was machen wir denn hier? Eine Wegmarkierung mit. Machen wir das? So, sehr schön, da haben wir das hinter uns. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Einfach. Gibt es hier noch irgendwo was? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt hat es an der Tür geklingelt. Weiß nicht, ob die Frau geht. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Sehr schön. Ja, egal. So, okay, pass auf, das haben wir erledigt. Jetzt pass auf, jetzt gucken wir mal auf die Map. Und wenn du siehst, müssen wir hier hin. Hier müssen wir hin. Wie kann ich denn jetzt den Wegpunkt? Da. Da müssen wir hin. Das heißt, wir kommen eigentlich ganz einfach hier lang. Wir müssen jetzt nur versuchen, hier runterzukommen und dann können wir da hinten hin. Sehr schön. So. Und hoffen, dass wir nicht so viele Mücken jetzt unterwegs antreffen. Wir müssen trinken, warte mal. Dafür haben wir doch unsere Beute. Was machst du denn jetzt? Nein, du sollst trinken. Wie war das? Trinken. That was refreshing. Sehr schön. Kannst du nochmal trinken? Dafür hammern. So. Okay, die Fackel kannst du dir jetzt sparen. So. Ja, du hast Glück heute. Von dir will ich nichts. Und jetzt müssen wir dahinter. Da hinten muss der Eichenast sein. Da braucht. Übrigens brauchen wir 1, 2. Warte. Das. Das. Und jetzt brauchen wir noch. Warte. Ein Kleeblatt brauchen wir auch noch. Das müssen wir uns gleich mitnehmen. So, ja, nimm gleich mal die 3 mit. Perfekt. Super. So, und jetzt hoffen wir, dass wir da einfach gut hinkommen, dass wir das andere abschließen. Ah, schön, dann haben wir nämlich die kompletten Quests alle weg und können dann morgen höchstwahrscheinlich. Drei neue annehmen. In der Hoffnung, dass er wieder das Aquarium da mal drin hat, ja? Ich weiß so nicht, was da hinten läuft. Das ist Marienkäfer, okay. So, den Eichenast. Da gibt es auch noch eine Forschungslabor. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Da ist die Dings drin. Hier ist der Eichenast. Da hoch müssen wir. Okay, hier muss eine Forschungsstation sein. Ich weiß jetzt noch nicht. Wo? Da vorne. Sehr schön. Was ist das da? Hotdog. War hier der Hotdog, ja? So, erstmal. Ja, hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Dominant Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier das nämlich auch. Oh, guck mal, sehr geil. Jetzt haben wir hier das ganze Gebiet aufgedeckt. Liquids, Gels and Aerosols Division. That is where my PhD is going now. Kaminsky works here, and he's an idiot. With the pay cut, I've been reduced to substituting at the local school. How many times can one person be expected to explain the difference between a vector and a scalar? If it has direction, then it's a scalar. I mean, a vector. Oh! I swear the ignorance around me is contagious. Does that normal teacher do anything?
No wonder my inventions cannot be appreciated. Our society no longer understands science. Jawohl. Und wir haben die Markierung geschafft. Was macht man da? Haben wir da irgendwie einen Baum oder so? Komm, machen wir das so. Da wissen wir das hier. Ne? So, sehr schön. Wir haben die Quests erschafft. wir haben die Quests erfolgreich hinter uns gebracht. Da war die Vogeltränke. Hier ist jetzt der Baum. Da hinten ist unsere Base. Da ist das Dingens. Da ist der... Alter, was... Ah, hier, der Farbdose ist das. Guck mal. Ach, krass. Okay, nice. Ja, schön. Oh, wir haben die zwei Wegmarkierungen. Und das war... Ja, ich habe da im Internet recherchiert, wo das ist. Und auch den Weg. Das hätte ich... Also, wir wollen ja hier auch ein bisschen jetzt, ne, was sehen. Und wenn ich da jetzt mal nachgucke, dann ist das so. Ja, die ganze Mülden da, ne? Ist ja furchtbar. So, jetzt heißt es auch für uns erst einmal Richtung Baum. Hier ist noch eine Höhle. Da ist noch eine Höhle. Ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas Besonderes drin? Wenn wir jetzt hier schon einmal sind, weißt du wie? Jetzt einfach nur tun. So, unser Mittag für morgen. Ah, die Armen. Die haben es mit mir nicht einfach, das ganze Glauben. Naja. Sehr schön. Oh, herrlich. Haben wir jetzt nicht die Wissenschaft, um uns das andere freizuschalten, was uns noch fehlte? Ich glaube ja, ne? So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir hier durchkommen. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt ins Gasgebiet kommen hier. Oh nein, Spinne. Hau ab. Ach, hier bin ich am Brett. Guck einer an. Ja. Alter, die ganzen Spinnen hier. Lass mich doch bloß in Ruhe. Ich möchte nur nach Hause. Woanders möchte ich gar nicht hin. So, oh, ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wo ist unser altes Zuhause? Hey. Da hinten ist unser altes Zuhause, okay. Ach, hier sind wir. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Sehr schön. Wir sind nämlich gleich am Zaun. Oh, diese Larven. Junge, lass mich in Ruhe. Ach, herrlich. Ich bin gerade so froh, wenn wir jetzt heim sind. Oh, Wahnsinn. Wollen wir gleich noch zur Börje gucken? Dass wir uns das eine freikaufen dann noch, was wir wollten? So, aber jetzt erst mal heim. Oder? Was ist da unten? Da ist eine Larve, Tatsache. Die Larven sind ja eklig. Die sind so nervig. So. Sehr schön. Haben wir das doch auch. Super. Ach ja. So, los, komm. Nach Hause. Wir wollen nur nach Hause. Krähenfedern haben wir jetzt hier auch etliches. Wieso lässt der hier immer die Tür offen? Alter, was soll das? Kann hier wohl nicht wahr sein. So, pass auf jetzt. Warte mal. Krähenfeder hier. Zack. 16 Stück haben wir jetzt hier drin. 20 Krähenfedern. Oh, da kriegen wir, warte, 40 Pfeile kriegen wir nochmal raus. Ist ja nice. Ey, warte, lass uns die gleich mal herstellen. Zeig ich mal her hier. Nee, das war hier an der Werkbank. Nee, erstmal wegsortieren. So. Einmal da. 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 Bombardierkäfer. Oh, 14 Stück, sehr schön. So, jetzt lassen wir mal gucken. Muss ich jetzt hier irgendwas maden? Hier die Dinger. Die kommen da rüber. Das da, das da, das da. Wenn man die Maden haut, das Ganze so, das Ganze so. Das noch eins rüber, die Kochdrüsen rüber. Pilzauswuchs. Perfekt. So. Hier hatte ich nichts drin. Hier machen wir die Glühwürmchen Sachen rein jetzt. So, ansonsten haben wir noch ein Kleeblatt. Zwei hier so, ja. So, was haben wir noch zum Wegsortieren? Lassen wir kurz das Inventar. Spinnenfäden. Da könnten wir auch Seiden sein. Die werden wir nämlich jetzt massig brauchen, ne? So. Hier, bap, 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 bap. Zack, sehr schön.
So, Seile rein, Fäden rein. Oh, guck mal, das sieht schon gut aus hier, die Kiste, ne? Also die sieht schon richtig gut aus. So, Fackel, die Gasmaske kann weg. Dann. Weil das ist ja nur die verrottete, weißt du? Wir haben ja hier eine richtige Gasmaske. Das ist die verrottete. Giftschutz? Giftschutz und Verteidigung, ja. Sehr schön. So haben wir das auch. Den können wir da gleich mal drauf packen. Dass wir morgen was zu essen haben. So, sind wir ausgerüstet. Sehr schön. So, jetzt pass mal auf. Jetzt wollte ich doch gucken, dass wir hier die Pfeile uns herstellen. Hier. Da brauchen wir. Es war ja klar, weißt du? Es war ja klar. So, wenn die jetzt 10 Stück. Nimm mal 20 mit. Weil für mehr brauchen wir es nicht. Die guten Pfeile halt, ne? Wir brauchen halt die guten Pfeile. So, jetzt hier. So, und jetzt einmal. Bap. So, jetzt haben wir 40 Pfeile, wir haben immer noch 10 Federn. Wie geil ist das denn bitte? So, jo, guck dich das an. Zack, 40 Pfeile. Insgesamt 40 Pfeile haben wir. Und von den normalen haben wir auch noch etliches. Okay, 26. Ach, wir können hier auf 26. Siehst du? Hier, zack. So, jetzt pass auf. Keule, Axt, Hammer. Smoothie. Smoothie, Verbände. Fackel, Fackel, Schild, Stechnadel und Schippe. Und die Fackel brauchen wir ja dann nachher für unten. So, pass auf. Das heißt, die Fackel können wir erstmal hier reinpacken. Und wir müssen uns mal noch eine neue Fackel herstellen. Pass auf. So, dann haben wir hier Fackel plus. Fehlen mir zwei Seile. Nichts leichter als das. Ja, das muss irgendwie auch noch mit daran gepackt werden, weißt du? Damit wir alles schön beisammen haben. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. So, eins, zwei zusätzliche Fackeln. Das soll es damit gewesen sein. Dann können wir die restlichen Seile hier rüber. So, Fackeln immer am Mann haben. Ne, ist natürlich vom Inventar her, ist klar. So, hier die Zäune werde ich dann offscreen fertig machen, ja? Dass wir hier einen Haken dahinter kriegen. Wasserfloh. Kenne ich noch gar nicht. Oh, guck einer an. So. Genau, ne? Damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, das. Dann haben wir hier noch Wasserfloh getrocknet. Und das hier war Kaulquappen. Ah, okay, ich verstehe. Super. So, und irgendwas wollten wir uns jetzt noch bei Börje freischalten. Wir haben ja wieder ein paar Punkte gekriegt. So, lass uns mal hingehen. Na, 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 na. Was sagt er eigentlich so zur Base hier bei mir? Also, es ist noch nicht final, ist klar. Weil ich warte ja auch noch auf diese Pilzsachen. Ja, da brauchen wir halt den Ofen. Und da müssen wir zuerst. Wir waren ja schon da gewesen. Aber sind da leider gestorben, ne? Durch den Purzelschaden. Da müssen wir uns auch noch irgendwie. Weiß nicht, was brauchen wir für die Rüstung? Purzel. Naja, als nächstes steht auf jeden Fall an, dass wir erstmal unten unter Wasser alles machen, ja? Das ist so das nächste größere Thema, was wir angehen. Dass wir da endlich auch mal durchkommen, da einen Haken dahinter kriegen, weißt du? So. Ansonsten, was zum Forschen haben wir jetzt nicht. Perfekt. Börje, mein Freund, ich grüße dich. Oh, er hat Trachysäure. Hier, Aquarium. Rettungstruppe. Aquarium. Sehr schön. Den nehmen wir an. Dann Kundschifter. 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 Kundschafter. Holz. Brettklippe. Schließe Wegmarkierung ab. Da wissen wir ja, wo sie ist. Töte Kriegerameisen, die können wir auch mitnehmen. Aber wir brauchen den versunkenen Schatz noch. Ne? Dass wir beide machen. Weil ich weiß ja, es gibt ja den versunkenen Schatz, hat man ja schon gehabt. Den nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. So, jetzt hier, geht's weiter. Wir wollten die Leitern. Wollten wir die Leitern? Spare Platz und steige steil auf mit der Sprossenleiter aus Unkrautstängeln und Eichelkappen. Wir könnten uns aber auch Spinnenbürger. Erfordert Schmelzofen zur Herstellung. Ja, das haben wir noch nicht. Trainierte Lungen. Erkenntnisse im Chip wiederholte Schocks bringen es auf Trab und regen deinen DSN neue Motivation auszubilden, die maximale Ausdauer erhöht. Hört sich auch gut an. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Erfordert Schmelzofen. Ja, hier brauchst du überall den Schmelzofen. Das ist halt natürlich Schaden, ne? Kiesel in der Brandung. Entschlüsselt geheime
Fleischkenntnisse vom Chip und werkelt an dir mit Klemme und Fangwende herum. Das Geklopfte wirkt auf molekularer Ebene und schaltet eine neue Mutation frei, welche deine maximale Gesundheit erhöht. Ich bin mir echt gerade unsicher, was ich möchte. Hier brauchen wir auch wieder einen Schmelzofen, Heißspuren, schaltet einen den Fallschaden senkt und Schildrahmen. Ja gut, Schildrahmen, das ist hier nachher optional. Also da würde ich doch schon sagen, die Leiter, oder? Ja, komm. Das wollte ich haben. Sehr schön. So, wir können eine Leiter bauen, Börje. Was sagst du dazu? Sehr schön. So, okay. Auf jeden Fall, jetzt können wir zu 100% sagen, die Quests kommen auf jeden Fall irgendwann wieder. Ne? Schließe diese Wegmarkierung ab. Holz, Brett, Trittklippe. Da weiß ich ja, wo sie ist. Entschuldigung. Aber wenn du schon einmal hier dabei liegst. Neue Ideen, Leiter. Ja, das ist eine richtig super tolle Idee. Da freut's mir. Hä? Siehst du das auch? Scheiße. Freunde. Ah! So kann man es auch machen. So kann man es auch machen. Ach, verdammt. Ich dachte jetzt, hey, was ist das? Was guckt denn da raus? Aber es sind die ausgewachsenen Pilze. Take that, Vampire. And, you know, die Fackel kennst du mal wegpacken, mein Freund. Huch. So, dann müssen wir doch die Felder woanders hinbauen, ne? Ist klar. Das ist klar. Oh Mann. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob da oben noch Pilz liegt. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach. Oh Junge. Bei zwei Stück, ja, hier siehst du, guck mal, was hier noch rumliegt. Oh Mann. Richtig, was guckt denn da aus deiner Base raus? Geil. Okay. Oh, das hat doch mal auch was, oder? Dass das so funktioniert? Könntest du dir so eine kleine Pilzsiedlung bauen? Geil. Okay. Ach, schön. Okay, das ist dann hier natürlich nicht so, wie ich es wollte. Da lasse ich mir da was einfallen. Pilze. Hier haben wir Pilze. Hier sind auch noch die Pilze drin. Hier ist auch noch Pilz bei drin. Okay, dann kam das mit beim Essen rein. Hier, ne? Genau. So, einmal bitte da rein. Sehr schön. So. Ach, geil. So, das kommt mit rüber. Weil das ist fertiges Essen. Das kommt nämlich jetzt hier rein. Sehr schön. Haben wir schon 5, 6 Dings haben wir. Okay, nice. So, warte, hier können wir noch gleich was braten. Sehr schön. Ach komm, das war doch jetzt lustig, oder? Ach, schön. So, was haben wir jetzt? Bürgership Aquarium machen wir erst, wenn Dingens, ne? Kriegerameisen, wissen wir, wo es ist. Und die Holzbrettklippe. Können wir das auf der Map sehen, wo die Holzbrettklippe ist? Ich glaube, warte mal. Hier ist unsere alte Basis. Hier ist der Ameisenhügel. Und irgendwo... Hier. Hier ist das. Hier ist die Holzbrett. Da müssen wir hin. Warte mal. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Was braucht man dafür? Warte mal. Meinst du, das schafft man? 23 Minuten? Ich meine, so weit ist das nicht. Wo ist die Markierung? Da hinten 400. Wir brauchen ein Klee. Zwei Sprissis und... Where are you off to, Aunt? Zwei Fasern. Komm, das schaffen wir doch noch, oder? Ja, lass doch mal den Rüsseler in Ruhe, Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt nehmen wir noch die zwei Sprössis mit. 1, 2, sehr schön. Da könnte man eigentlich... Komm, wir gehen dahin. Das ist da, das weiß ich. Und wir sind ja schnell hin und zurück gelaufen, weißt du wie? Na. Aber da haben wir die schon mal weg. Dann können wir nämlich morgen noch die andere machen. Die mit den Kriegerameisen. Dann haben wir die Quest auch weg. Und dann kriegen wir schon zwei neue. Und sobald wir den versunkenen Schatz denn dabei haben, heißt es für uns dann, ne? Ab in die Tiefe.
Und so viel haben wir ja da jetzt auch. Also wir haben ja den Blasenhelm, da sind wir gut dabei. Ne? So, hier ist schon mal die eine Station. Hier ist nämlich Haufen. Waren wir hier schon gewesen? Ja, hier waren wir schon gewesen, okay. So, jetzt muss ich nur gucken. Da ist doch die Siste. Jo, das ist das. Sehr schön. Hier ist ein Marienkäfer. So. Ja, geil. Schön. Ich hoffe, dass es die jetzt auch ist. Ja, Markierung wird uns angezeigt. Sehr schön. So. Tschatsching. Siehst du, erledigt. Machen wir hier das wieder und das weiß. So ist das halt. Das sind unsere Wegmarkierungen, die wir machen, weißt du? So. Ja, da könnten wir eigentlich wieder nach Hause. Oder wir gehen zum alten Zuhause und machen noch die Kriegerameisen. Weil das alte Zuhause ist nicht weit weg. Aber jetzt noch die Kriegerameisen. Ich weiß nicht, schaffen wir das? Wir sind schon eigentlich an der Zeit dran. Gucken wir mal. Weil ich weiß ja auch nicht, wie viele da kommen. Hier ist die mysteriöse Maschine. Ich grüße Sie. Mysteriöse Maschine. Sehr schön. Ah, herrlich. Herrlich. Ich mag das. Wenn das einfach auch mal so läuft, weißt du wie? So. So, Feuer aller Fälle, weißt du? Na, 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 na. Ach, hier, wartet mal, Leute. Das wollte ich mit euch nochmal. Kommt, lasst uns das mal schnell machen. Dann machen wir das mit den Kriegerameisen das nächste Mal. Wir müssen hier das ganze Gras wegmachen. Damit das Ding aufhielt, weißt du? Wie war das so gewesen? Da, jetzt ist es auf. Komm schon, damit wir die Minze endlich freikriegen. Kannst du hier hinschmeißen, brauchst du nicht. Ja, ich will die Minze haben. Ja, was ist los, mein Freund? Hier, pack ich dir hin. Kannst alles mitnehmen, ja? Alles für euch. Müssen wir hier noch was wegmachen? Wir hauen hier einfach alles weg. Das muss doch jetzt hier aufgehen. Weil ich habe irgendwo, hatte ich mal gelesen, ich habe, dass man das Gras hier weghauen muss, weißt du? Irgendwie funktioniert es gerade nicht so, wie ich das möchte. Es ist auf jeden Fall aufgegangen, weißt du? Nicht so richtig. Hier können wir, nehmen wir noch ein bisschen mehr weg. Inventar, haben wir irgendwas zu essen jetzt gerade nicht, ne? Komm, geh auf. Geh auf. Geh doch bitte richtig auf. Es ist ja schon ein Stückchen aufgegangen.
Keine Ahnung. Ist irgendwas, was hier... Der hier muss noch weg. Und? Geht's auf? Jetzt ist es offen. Jawohl, sag ich doch. Schön. Aber wie komme ich jetzt hier rein? Ja, wir sind drinnen. Okay, geil. Sechser Hammer. Sechser Hammer. Jetzt haben wir natürlich nichts zu essen. Kann man die so essen? Sehr schön. Frische Verteidigung. Okay, nice. Aber mach mal kurz diesen hier. Bin zwar kein Fan davon. Gerade in dem Spiel nicht, aber hier lohnt sich's jetzt. Sehr nice. Das können wir auch noch erforschen, weißt du? Dann erledigen wir das mit den Kriegerameisen morgen. Dann ist ja jetzt nicht schlimm, weißt du? Aber die Minze wollte ich jetzt unbedingt schon haben. So, haben wir alles? Sehr schön. Dann können wir nämlich wieder raus. So, jetzt machst du wieder U. Sehr schön. So, auf zur Forschungsstation. Das machen wir heute noch. Komm, ey, wie geil. Sehr schön. Ja, wir sind ja schon wieder über der Zeit, sehe ich gerade. Aber ist egal. Das wollte ich jetzt mit euch unbedingt machen. Hier, zack und bäm. Jawoll. Was kriegen wir? Minzpfeil. Oh, sehr interessant. Den Minzpfeil. Okay. Sehr schön. Jetzt könnte man ja hier, ne? Kannst du dir anzeigen lassen? Quarzstück. Jo, geil. Sehr interessant. So funktioniert das also auch. Safttropfen, Dieste, Baumwanzen, Rüsselkäfer, Madenhaut hier. Und jetzt wird dir überall angezeigt, wo Madenhaut ist, ne? Ja, ah, ist richtig geil gemacht. Sehr schön. So, haben wir hier noch eine Werkbank? Haben wir nicht. Wollen wir noch nach Hause laufen und uns angucken, wie die Minzpfeile sind? Das ist natürlich doof jetzt hier, aber was soll's. Oh, das war mir jetzt so wichtig. Dass wir das noch irgendwie heute reinkriegen. Dann machen wir das nämlich morgen dann. Mit... Flash. Flash. Nimm mal die zwei noch. Den Speer. Oh, hier... Trink den. Sehr schön. So, auf geht's. Ach, toll. Komm, da gucken wir uns jetzt mal an, wie die Minzpfeile. Das ist ein paar Minuten länger, ist egal. Aber haben wir wieder gut geschafft. Wir haben die Wegmarkierung gleich abgeschlossen. Ah, da wusste ich aber auch, wo sie ist, ne? Sehr schön, dass wir da nicht ewig rummehren. Und wir haben jetzt Minze. Sehr schön, haben Minzpfeil. Gab es nicht noch eine Minzkeule irgendwie? Ah, ich glaube, die schaltet... Doch, die müsste man eigentlich... Ah, nee, da gab es ja auch irgendwelche Änderungen, ne? Oh, diese Ausdauer, ey. Die ist schon nervig. So. Weißt du, wenn du einfach nur... Oh, jetzt müssen wir aufpassen hier. Nicht, dass hier... Weil hier läuft immer gerne eigentlich, ne? Eine Wolfsspinne rum. Gucken. So, lass uns hoffen und beten, dass die jetzt hier nicht ist. Sehr schön. Komm, den Minzpfeil müssen wir uns jetzt noch gemeinsam angucken. Wie gesagt, die Base baue ich auch immer so nach und nach ein bisschen im Offscreen auf. Ja. Nehmt mir das dann nicht für übel, aber wenn wir ständig hier nur Baufolgen drin haben, ist halt auch. Irgendwann nervt es dann, weißt du? So, jetzt pass auf, Minzpfeile. Wo hast denn jetzt hier die Minzpfeile? Hier. Minzpfeile. Stufe 2. Ein einfacher Pfeil für minzfrischen Schaden. Ach, der macht Minzschaden. Okay. Ein besonders starker Pfeil. Das ist 2. Der Minzpfeil ist aber auch ein 2er, ne? Da weiß ich jetzt nur nicht, ob der... Weißt du wie? Wie stark die sind. Da machst du nämlich 5 Stück, machst du da. Oh, 5 Federpfeile brauchst du dafür. Ach du Scheiße. Ja, ist jetzt halt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Welcher stärker ist und welcher nicht. Deswegen, wir hauen mal die Minze hier mit rein. So. Ne, alles, was wir mal Minze haben, packen wir jetzt hier erstmal mit rein. Sehr schön.
So, dann haben wir hier noch Dingens. Dingens. Was haben wir noch? Fliegen. Dingens. So, was hatten wir noch? Fasern und was zu essen. Hier haben wir noch Minze, siehst du? Das ist, weil hier schon wieder alles durcheinander. Das finde ich halt auch. Aber das will, soll ja kommen, ne? Im nächsten Update oder im, in den kommenden Updates wollen sie ja dieses Management, wollen sie da ein bisschen verbessern. Da bin ich ja mal gespannt. So, eins gönnst du dir schon mal, weil du Hunger hast. Sehr schön, genau. So, dann gehen wir hier hin. Zack. Okay, Alter. Guck dir das an hier. Wer hätte es gedacht? Lass mal auf der Seite durchschießen. So. Ja, ist schon gut, was wir jetzt hier mittlerweile alles erreicht haben. So, Freunde, würde ich nämlich sagen, mache ich an der Stelle hier Feierabend. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächsten Folgen auch wieder mit dabei seid. Weil es echt interessant, ne? Und es macht halt auch so viel Spaß. Ich hoffe, es kommt auch ein bisschen rüber. Und ja, habt noch einen guten Tag. Und bis dann.